Auch wenn jeder von uns einen solchen Kontostand gerne bei sich sehen würde, muss ich sagen, dass es heute nicht darum geht, sondern es geht um ein Kontextmenü und wie man ein solches mit JavaScript und CSS bauen und für sich und seine Anwendungen nutzbar machen kann. Aber was genau ist ein Kontextmenü? Ich habe hier meinen Kontext, meinen Kontostand. Mit einem Kontostand kann ich zum Beispiel Geld senden und Geld bekommen. Ich möchte jetzt ermöglichen, dass der Nutzer mit diesem Element auf dem Screen interagieren kann und gezielt auf diesem Kontext Aktionen ausführen könnte. Generell möchte ich das Ganze auch sehr flexibel halten. Und wie schaffe ich das? Wenn ich hier meinen Kontext habe, kann ich darauf klicken. Also wenn ich beispielsweise hier Buttons hätte, könnte ich damit weiterhin interagieren, ohne irgendwie mit meinem Kontextmenü zu agieren. Wenn ich allerdings gedrückt halte, bekomme ich jetzt ein Kontextmenü. Ich habe die Möglichkeit, Geld zu senden und Geld zu bekommen. Wenn ich hier loslasse, wurde auch eine Funktion getriggert. Dasselbe funktioniert natürlich auch bei Send Money. Mein Kontextmenü sehe ich jedoch nur so lange, solange ich mit der Maus gedrückt halte. Wenn ich also meine Maustaste loslasse, in dem Moment funktioniert das nicht mehr. Ich nutze dabei aktuell die linke Maustaste. Die rechte Maustaste ist dieses Standard-Kontextmenü unseres Browsers und das sollten wir auf keinen Fall editieren. Und das bringt mich schon zum größten Drawback, und zwar, dass wir hier eine nicht wirklich standardisierte Interaktionsform benutzen. Das bedeutet, etwas gedrückt zu halten ist keine Standardfunktion, die jeder Nutzer kennt und ist eine Interaktion, die wahrscheinlich ziemlich cool ist, allerdings gelernt werden muss. Ihr solltet also hier in eurer UI darauf achten, dass ihr den Nutzer darauf hinweist, mit zum Beispiel einer coolen kleinen Animation, einem Trailer oder einer anderen Form, ja, des Tutorials, der Hilfe. Weil diese Funktion ist, wie gesagt, nicht Standard und nicht jeder Nutzer kommt darauf, dass er hier zum Beispiel gedrückt halten muss, um eine Aktion auslösen zu können. Ich finde es aber eine ziemlich coole Methode, vor allem wenn ihr komplexere Software entwickelt, um wirklich gezielt Interaktion auf eure Elemente zu wirken. Aber wie können wir damit loslegen? Das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß! So wie immer starten wir natürlich dabei, meinen Setup zu erklären. Ihr seht hier meinen Standard-Entwicklungs-Setup und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Einmal in der Index.html habe ich eine Divbox mit der Klasse Kontostandbox, wo ich einfach ein bisschen Text reingeschrieben habe. Generell ist das für euch komplett irrelevant, weil ein Kontext kann alles sein. Das kann wie hier eine Divbox sein, das kann ein Button sein, ein Bild, ein Bereich auf eurer Webseite. Ihr könnt hier alles einsetzen, was ihr wollt. Ansonsten habe ich den natürlich ein bisschen gestylt, aber unsere style.scss, wie ihr seht, ist komplett leer. In unserer JavaScript-Datei habe ich ebenfalls noch nichts. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen oder einfach mal vorbeischauen. Und ansonsten legen wir jetzt los und gucken uns mal an, wie wir diese Box und dieses Menü wirklich nice erstellen können. So, als erstes beginnen wir damit zu überlegen, wie wir unser Kontext definieren können. Wie können wir einen dynamischen Kontext erzeugen, den wir als Ausgangspunkt nutzen, um beispielsweise später unser Kontextmenü öffnen zu können. Das Ganze ist ziemlich einfach und zwar bedienen wir uns hier einer Standard-HTML-Syntax, nämlich dem Data-Attribute. Das Data-Attribute wird gefolgt von einem Bindestrich und dann einer Identifizierung, also zum Beispiel Kontextmenü. Und hier können wir eine Variable übergeben, in unserem Fall Kontostand. Kontostand bezeichnet dabei unser Kontextmenü. Das bedeutet, wenn ihr mehrere dieser Menüs benutzen wollt, habt ihr somit die Möglichkeit, mehrere Menüs auf eurem Screen zu benutzen, ohne hier irgendwie Probleme zu erzeugen. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Divbox und diese Divbox bekommt jetzt eine ID, also einen eindeutigen Identifizierer, nämlich Kontostand. Ihr seht, Kontostand wiederholt sich mit dem, was hier drin steht. Also euer Kontextmenü Kontostand muss das gleiche sein wie hier diese ID. Das nächste, was wir brauchen, ist unser Konto bzw. unser Kontextmenü braucht die Klasse Kontext-Menü, damit wir diese später in CSS stylen können. Außerdem brauchen wir hier drin eine Reihe von Buttons, zum Beispiel einen Button für das Senden von Geld und einen Button für das Erhalten von Geld, also Get Money und Send Money, jeweils mit einer ID, sodass wir später hier auch JavaScript-Code oder Eventlisten direkt auf diese beiden Buttons abwenden könnt. Grundsätzlich sehen wir haben jetzt hier diese beiden Buttons, aber das Ganze sieht natürlich noch nicht sonderlich schön aus. Wir haben aber damit den gesamten HTML-Code, den ihr braucht. Wenn ihr mehr Interaktion habt, braucht ihr mehr Buttons. Wenn ihr mehrere Kontextmenüs habt, könnt ihr diesen Kontext hier einfach kopieren und endlos duplizieren. Wir kümmern uns jetzt mal um das Styling, weil so können wir das Ganze nicht lassen. So, dann kümmern wir uns mal darum, dass das Ganze hier deutlich besser aussieht. Hierfür erzeuge ich mir mein Kontextmenü, positioniere dieses absolut mit Position und hier Top Left 0. In dem Moment fliegt es hier oben an die Seite.
Damit wir es jetzt besser stylen können, sage ich Translate und sage jetzt hier 100 Pixel, 100 Pixel, also beiden Achsen sage ich einfach, dass ich es etwas verschieben möchte. Außerdem möchte ich gerne einen Backdrop-Filter benutzen und ich würde hier ebenfalls gerne einen Border Radius setzen. Damit wird der Hintergrund jetzt verschwommen und wenn ich das Ganze mit einem wirklichen Hintergrund bzw. mit einer Hintergrundfarbe belege, wird es auch korrekt angezeigt. Wir haben jetzt also eine runde Ecke hier oben, haben einen blurry Hintergrund und können jetzt damit beginnen, unsere beiden Buttons innerhalb unseres Menüs zu stylen. Hierfür erstelle ich mir innerhalb unseres Kontextmenü eine Selektion auf unseren Button und sage als erstes, dass unser Button 100% der Weite unseres Menüs einnehmen soll. Außerdem möchte ich Border None und Background Color Transparent setzen, damit ihr, wie ihr seht, den Button nicht mehr sehe. Außerdem möchte ich die Schrift etwas stylen, zum Beispiel mit Font Size 0.6 Rem und der Schriftfarbe Weiß. Und ich würde gerne ein Padding, einen sogenannten Innenabstand vergeben, damit unser Button etwas mehr Platz bekommt. Um die Buttons etwas besser voneinander unterscheiden zu bekommen, füge ich jetzt noch Border Bottom ein Pixel ein, wo ich einfach sage, dass ich so eine Linie haben möchte, aber wir sehen, hier unten diese Linie sieht nicht korrekt aus. Das kann ich zum Glück mit dem Selektor Last Child editieren und kann jetzt sagen, unser letztes Child bekommt keine Border auf dem letzten Element. Außerdem kann ich jetzt sagen, wenn ich ein Hover-Event auf unsere Buttons lege, also wieder Hover und hier definiere ich mir direkt eine Hintergrundfarbe. Und wenn ich das Ganze abspeichere und hier rüber gehe, sehe ich, dass hier die Ecken noch hart sind. Und das möchte ich gerne ebenfalls editieren. Unsere untere Selektion, also unser letzter Button, bekommt daher unten rechts und unten links 0.3 und wir selektieren ebenfalls unser erstes Element, wo wir sagen, oben links und oben rechts bekommt 0.3 und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier rüber gehe, haben wir eine wunderbare Selektion. Abschließend bekommt unser Button jetzt einen Cursor Pointer und eine Transition und in dem Moment habe ich hier eine wunderbare Interaktion geschaffen und kann jetzt dafür sorgen, dass die Positionierung dieses Buttons nicht mehr einfach statisch ist, sondern wir das generisch über JavaScript lösen. Hierfür erzeuge ich mir in unserem JavaScript als erstes mal ein Document.EventListener mit einem Mouse-Down-Event, wo ich eine Funktion öffne, CreateMenu, wo ich als Parameter unser Event übergebe. Diese Funktion erwartet, wie gesagt, als Parameter das Event und als erstes sage ich hier drin, dass ich eine Funktion öffnen möchte, SetMousePosition, wo ich unser Event wieder übergebe. SetMousePosition brauche ich halt ebenfalls und hier sorge ich als erstes dafür, dass ich mir aus unserem Event die X- und Y-Achse unserer Mausposition ziehe und anschließend eine CSS-Variable über SetProperty auf Style auf unseren Body lege, wo ich die Position als die Variable --x ablege. Das Ganze brauchen wir natürlich auch noch für unsere Y-Variable, das Ganze speichere ich mir jetzt ab und in dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, passiert noch nichts. Das hat den einfachen Grund, dass wir hier unter Translate noch hardcodierte Werte haben. Wenn ich hier auf meine beiden CSS-Variablen verweise und jetzt hier irgendwo hinklicke, dann folgt unser Kontextmenü uns dabei. Aber wie ihr seht, ist es immer sichtbar und wie man das aus- und einblendet, das ist Teil des nächsten Kapitels. Um unser Menü jetzt ein- oder ausblenden zu können, sagen wir einfach, dass unser Kontextmenü, also die Klasse Kontextmenü, per Default Display None hat. In dem Moment würde jetzt unser Menü einfach ausgeblendet werden, wenn ich das Ganze abspeichere und wie wir sehen, hat das funktioniert. Wenn ich jetzt allerdings auf unserem Kontextmenü die Klasse Show benutze, dann möchte ich mit DisplayBlock das Ganze wieder einblenden. Das heißt, wir müssen jetzt mit JavaScript dafür sorgen, an unser Kontextmenü die Klasse Show zu toggeln. Um das zu machen, füge ich jetzt meiner CreateMenu-Funktion eine weitere Funktion hinzu, nämlich OpenContextMenü. OpenContextMenü macht als erstes einfach eine Selektion auf unser Target, also wir wollen wissen, worauf haben wir hier eigentlich geklickt. Als nächstes stellt sich die Frage, welchen Kontext wollen wir eigentlich ansprechen, also welche ID wollen wir benutzen? Für euch nochmal als Erinnerung, wir wissen ja, dass wir ein HTML-Attribut mit der Bezeichnung ContextMenu und hier eine Variablen benutzen, um unseren Kontext zu selektieren. Das Ganze können wir daher ziemlich einfach über target.getAttribute und die Bezeichnung data-Kontextmenü auslesen. Sofern es keine Bezeichnung gibt, die dieser Syntax entspricht, können wir sagen, brech bitte hier die Funktion ab. Als nächstes wollen wir aber, wenn eine solche Kontext-ID existiert, unser Menü, was wir öffnen wollen, selektieren. Auch hier wissen wir, dass unsere Variable Kontostand eine ID ist, die wir selektieren können. Das bedeutet, wir können über Document Query Selector eine ID auf unsere Kontext-ID mappen und können jetzt sagen, wir haben unser Menü. Abschließend muss unser Menü einfach nur über menu.classList@show eine Klasse Show daran gehängt bekommen. Wenn ich jetzt hier draufklicke,
passiert hier sowas, dass unser Menü aufgeht, aber egal wo ich hinklicke, es geht immer auf bzw. es geht nicht wieder zu. Das Ganze können wir zum Glück ziemlich einfach lösen. Und zwar erstellen wir uns hier unten einmal ein Add-Event-Listener, allerdings ein Event-Listener auf das Event Maus-Up. Dieses Event öffnet dabei die Funktion Trigger-Menu-Event und hier übergeben wir unser Menü, unser Target und unser Event aus unserem Maus-Up-Event. Außerdem ganz, ganz wichtig, wir wollen, dass dieses Event nur einmal ausgeführt wird, deswegen müssen wir hier noch Once hinzufügen. Ansonsten würde jedes Mal, wenn ihr das auswählt, das Event häufiger und sich selbst multiplizierend aufgerufen, weil wir immer neue Eventlistener auf unseren Dokument setzen. Unsere Funktion TriggerMenuEvent haben wir allerdings noch nicht, die muss ich hier einmal hinzufügen. Als erstes sage ich, dass ich hier unsere Menüklasse einmal wieder removen möchte, also ich remove die Klasse Show. Das Ganze speichere ich jetzt ab und wenn ich hier drauf drücke und loslasse, blendet sich unser Menü direkt wieder aus. Das Ganze funktioniert also und hier geht es gar nicht erst auf, wenn ich irgendwo anders hinklicke. Das Problem ist, wir wollen ja nicht, dass es immer aufgeht, wenn ich hier unsere Maus runterdrücke, sondern erst nach einiger Zeit. Und das ist ein kleines Problem. Wir brauchen hierfür nämlich eine neue Variable, die erstelle ich mir mal ganz hier oben und sage, ich möchte Let Timeout erstellen. Innerhalb unserer CreateMenu-Funktion benutze ich jetzt eine Timeout-ID, um einen Timeout zu erschaffen. Dieser Timeout umfasst unseren ursprünglichen Code und soll erst nach 250 Millisekunden getriggert werden. Das bedeutet, wenn ich hier einen Timeout erstelle, werden diese Funktionen erst nach 250 Millisekunden getriggert und wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich vorher ein Maus-Up-Event auslöse, dann erzeuge ich mir hier oben einen Listen auf dieses Event, wo ich sage Clear Timeout und zwar Timeout-ID, das was ich hier unten gespeichert habe. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier drauf drücke, geht unser Menü nicht auf. Wenn ich jetzt aber runterdrücke und kurz warte, dann geht es auf. Damit haben wir unsere Selektion schon einmal hinzugefügt. Wir sehen allerdings hier, dass ich mega hässliche CSS-Selektionen habe in dem Moment, wenn ich hier rübergehe, weil ich meine Maus ja niemals loslasse. Ich habe permanent ein Push-Event und das müssen wir einmal disablen und vor allem müssen wir auch dafür sorgen, dass wenn ich meine rechte Maustaste benutze, mein Menü hier nicht aufgeht. Kümmern wir uns als erstes mal um die rechte Maustaste und zwar haben wir wie bei jedem Event die Möglichkeit zu sagen, ich möchte kontrollieren, welchen Button ich drücke. Und wenn unser Button 0, was unsere linke Maustaste ist, nicht gedrückt ist, also wenn das irgendeine andere Maustaste ist, dann möchte ich hier unsere Methode abbrechen und wenn ich das Ganze abspeichere und jetzt hier drücke, sehen wir, mein Menü wird nicht mehr geöffnet. Das ist sehr wichtig, weil das hier ist Default-Verhalten, was man auf gar keinen Fall umgehen oder disablen sollte. Aber wie kann ich hier mein Problem lösen, dass wenn ich gedrückt halte und dann runterscrolle, alles auswähle? Grundsätzlich ziemlich simpel. Und zwar fügen wir hier unten unserem Menü unsere Klasse Show hinzu. Dasselbe machen wir jetzt auch einfach mit dem Target und natürlich müssen wir das hier unten dann auch wieder entfernen. Also wir sagen unser Target, dem entfernen wir auch wieder die Klasse Show. Das bedeutet, wir können jetzt mit der Klasse Show unser Target ein bisschen stylen. Ich selektiere nämlich jetzt einmal komplett alle Klassen, die Show heißen, auf meiner Seite und sage hier, dass alles, was direkt ist, User Selectable None ist. Außerdem möchte ich alles, was darin ist, möchte ich ebenfalls User Selectable None machen. Und in dem Moment, wenn ich das so abspeichere und jetzt hier etwas auswähle, sehen wir, es wird noch korrekt hier selektiert. Wenn ich das Ganze jetzt aber hier abspeichere, sehen wir, es wird nichts mehr korrekt ausgewählt, aber mein Event ist trotzdem noch vorhanden. Wunderbar. Was wollen wir denn jetzt noch machen? Wir haben ja vorhin gesehen, dass wenn ich hier das gedrückt halte, dass mein selektiertes Event so ein bisschen nach hinten geht. Und das Ganze können wir ebenfalls über CSS selektieren. Wir können nämlich jetzt hier sagen, dass wir gerne unser Kontext, also Data-Context-Menü als CSS-Selektor nutzen wollen, wo wir hier einmal eine Transition drauflegen. Außerdem sagen, in dem Moment, wenn wir Show diesem Element hinzufügen, wollen wir das gerne ein bisschen kleiner machen. Und außerdem, wenn wir mit der Maus rübergehen, würde ich gerne einen Cursor-Pointer hinzufügen. In dem Moment, wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, haben wir einen Cursor-Pointer. Und in dem Moment, wenn ich gedrückt halte, wird unser Element ein bisschen kleiner, sodass unsere Selektion auf dieses Attribut noch ein bisschen besser wird. Prinzipiell haben wir damit schon mal eine sehr coole Kontextmenü-Interaktion geschaffen. Allerdings triggern wir ja noch keinen Effekt, wenn ich hier drauf drücke. Da passiert aktuell noch nichts und das wird das nächste Kapitel.
So, dann wollen wir uns mal angucken, wenn ich das hier gedrückt halte und wir hier sowas wie Send Money auswählen, dass wirklich was selektiert wird. Wichtig ist, wir haben hier unser Document at Event List einer Maus ab. Grundsätzlich ist das wichtig, dass das auf Document bleibt, weil wenn ich hier zum Beispiel mit der Maus bin und loslasse, soll es auch wieder zugehen. Grundsätzlich kann ich also sagen, dass wenn ich hier drin bin und hier rüber habe und weggehe, dass ich etwas mit unserem Target machen kann. Das Gute ist, wir haben unser Target, indem wir hier unser Event übergeben, unseres Document Maus Up Events. Hier kann ich also unser Target selektieren und sage, dieses Target heißt in Zukunft Button, damit wir nicht mit unserem Parameter Target in irgendeiner Weise kollidieren. Als nächstes möchte ich überprüfen, ob das Target, also der Button, den ich hier habe, wirklich ein Button ist, also ob der Tag Name ein Button ist. Wenn das nicht der Fall ist, brech bitte hier ab. Um jetzt die natürliche Funktion eines Buttons weiter nutzen zu können, können wir hier sagen, wir haben einen Button und benutzen jetzt einfach eine Funktion, nämlich Dispatch Event, wo ich sage New Event Click. Das bedeutet, in dem Moment triggern wir ein Click Event auf unserem Button, wenn ich hier drin bin. Wenn ich das also loslasse, triggern wir jetzt ein Click Event. Wir machen damit aber noch nichts. Wie ihr hier seht, habe ich beiden Button eine ID gegeben, SendMoney und GetMoney. Diese IDs kann ich jetzt mithilfe von Document Query Selector, SendMoney und GetMoney speichern und als Variable in JavaScript verfügbar machen. Anschließend kann ich über einen Eventlistener Klick einfach ganz normal auf diesen Button hören und irgendetwas triggern, was ihr auch immer triggern möchtet. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, dasselbe natürlich auch mit GetMoney zu machen. Und in dem Moment kann ich das jetzt hier selektieren und habe SendMoney getriggert und GetMoney getriggert. Natürlich können das viel mehr Funktionen sein. Ihr seid da komplex flexibel. Ihr könnt da 10 Buttons, 20 Buttons, 100 Buttons drin haben. Und was dieser Interaktion noch fehlt, ist, dass wir ein Fallback haben für zum Beispiel diesen Case, dass wenn wir eine Collision haben mit der Border des Browsers, dass wir dann den Kontext in der anderen Richtung darstellen. Das habe ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr gemacht, das haben wir aber in vergangenen Videos immer mal wieder gemacht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr einen solchen CodePen erstellt habt, gerne pinne ich den dann oben im Video an. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß und ciao.